deswegen erschaffen wir jetzt mal zum Abschluss ein super schwarzes Loch, was noch schwerer ist als das schwerste schwarze Loch, was wir kennen. Dafür öffnen wir wieder eine neue Simulation. Ich bin heute irgendwie schlecht im Multitasking. Nehmen wieder einen besseren Hintergrund. Ich finde den hier immer schön, dieser grüne Nebel. Und wir machen jetzt ein schwarzes Loch, was noch schwerer ist. Also Phoenix A ist 100 Milliarden mal so schwer wie die Sonne. Das heißt, aber ich meine, es gibt keine Obergrenze, ne? Also, es gibt keine Grenze, wo man sagen würde, das widerspricht jetzt den Gesetzen der Physik. So schwer kann es nicht sein. Denn schwarze Löcher können ja auch nicht unter sich selbst kollabieren. Es gibt eine Gewichtsobergrenze für Sterne zum Beispiel. Ab einem Gewicht, ich kann auch nicht mehr reden, ab einem gewissen Gewicht würde ein Stern unter seinem eigenen Gewicht kollabieren und ein schwarzes Loch erzeugen. Aber für schwarze Löcher gibt es diese Gewichtsobergrenze logischerweise nicht. Und deswegen können wir das schwarze Loch im Prinzip so schwer machen, wie wir wollen. Rein theoretisch und ganz am Anfang des Universums war es ja auch fast so, könnte die gesamte Masse des Universums in ein schwarzes Loch zusammengequetscht sein. Es gibt sogar eine Angabe für die Masse des Universums mit 10 hoch. Ich weiß es gerade nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir mal. Wie schwer ist das Universum? Das sind natürlich nur Schätzungen. In 10 Jahren hast du mindestens 1 Million. Oh ja, das wäre cool. Das würde mich wirklich freuen, wenn das funktionieren würde. Also 1 Million Abonnenten ist wäre im deutschsprachigen Raum schon wirklich eine Hausnummer. Auf meinem englischen Kanal dann vielleicht. Mal schauen, wie der ankommen wird. Ich bin gespannt. Und ich muss sagen, es ist wirklich doppelt so anstrengend, ein englisches Video zu machen, weil man natürlich viel mehr Arbeit mit dem Schneiden hat. Ich meine, ich kann relativ gut Englisch, aber es ist trotzdem anstrengender als auf Deutsch. Okay, aber ich weiche schon wieder vom Thema ab. Wir wollten ja ein schwarzes Loch machen, was schwerer ist als Phoenix A. Das heißt, wir erhöhen die Masse jetzt auf 1 Billion Sonnenmassen. Phoenix A ist 100 Milliarden mal so schwer wie die Sonne. Wir nehmen 1 Billion. Das heißt 10-mal schwerer als Phoenix A. Bereit? Probieren wir es mal. Jetzt kommen wieder die Nullen. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen, 1 Milliarden, 10 Milliarden, 100 Milliarden, 1 Billion. Ich meine, wir sehen jetzt nicht, wie groß es ist, weil wir keinen Vergleich haben. Wir werden gleich Phoenix A daneben platzieren. Aber das hier ist jetzt das schwerste schwarze Loch, was der Kosmos jemals gesehen hat. Yoshi schreibt, Gargantua aus Interstellar ist 100 Millionen Sonnenmassen. Okay, also ja, eher im Bereich der schwarzen Löcher wie Sagittarius A, ne? Nicht wie Ton 618. Wir brauchen jetzt wieder einen Namen hierfür übrigens. Schreibt mir schon mal auch Namensvorschläge für das allerschwerste schwarze Loch, was es jemals im Kosmos gab. Wie würde ein solches schwarzes Loch heißen? Und während ihr mir Vorschläge schreibt, platzieren wir mal Phoenix A daneben, um einfach mal zu gucken, wie da der Unterschied ist. Phoenix A war 100 Milliarden, ne? Das ist Phoenix A. So, 100 Milliarden. Also 10, 100.000, 10.000. 100.000, 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen, 1 Milliarden, 10 Milliarden, 100 Milliarden. Boah, da seht ihr mal, was die eine Null für einen Unterschied macht, ne? Es ist immer schwer, das zu erfassen, was das für einen Unterschied macht. So, zum Beispiel, wenn ihr hört, okay, der ist Millionär und der ist Milliardär, dann denkt ihr, ja, okay, die sind beide reich. Aber was das für ein Unterschied zwischen dem Milliardär und dem Millionär ist, das ist für unser Gehirn wirklich schwer zu erfassen. Aber hier seht ihr jetzt mal, was eine Null ausmacht. Das sind 100 Milliarden Sonnenmassen. Das sind 1 Billion. Das ist der Unterschied. Wahnsinn, oder? Jetzt kann man sagen, ja, die sind beide schwer, aber das hier ist noch viel, viel, viel schwerer. So. Tim, ja, ich weiß nicht, ob ich das als Kompliment oder als Aufforderung zur Diät auffassen soll, dass ihr dieses schwarze Loch nach mir benennen wollt. Also so schwer bin ich auch noch nicht, Leute. Morpheus, finde ich gut. Giga-Chat, das ist super. Kevin, Pizza-Mampf. Wow, ich bin live dabei. Grüße an alle. Grüße an Keto Genetic. Cool, dass du live dabei bist. Pizza-Mampf ist ganz cool. Black Dragon Lord, das ist episch. Coole Vorschläge, Leute. Sehr, sehr coole Vorschläge. Pizza-Mampf finde ich nicht schlecht. Wir brauchen noch irgendwas dazu.
Pizzamampf. Pizzamampf ist der Nachname. Timmy. Na gut, komm. Wenn ihr, wenn ihr das alle wollt, dann nennen wir es Timmy. Timmy Pizzamampf. Ja, da haben wir's. Das schwerste schwarze Loch des Universums. Timmy Pizzamampf. Und daneben der traurige zweite Platz. Phoenix A. Wahnsinn. Ja, Leute, ich überlege, was wir noch vergessen haben. Ich glaube nichts. Ich setze mal aus Jux die Sonne hier neben. Ja, die Sonne hat keine Chance. Die Sonne ist so klein. Sie wird sofort verschlungen. Ja. So, Leute, jetzt habe ich aber noch eine richtig coole Ankündigung. Und zwar habe ich ein neues Plüschtier produzieren lassen. Und dreimal dürft ihr raten, was es ist. Es ist ein plüschschwarzes Loch. Das hier ist die Akkretionsscheibe. Also das ist das Zeug, was gerade eingesogen wird. Und das richtig Coole an diesem Plüschtier ist, es ist gleichzeitig auch ein weißes Loch. Man kann es nämlich zu einem weißen Loch umkrempeln. Tada! Jetzt ist es ein weißes Loch. Ein weißes Loch, das ist das Gegenteil von einem schwarzen Loch. Also etwas, das alles ausspuckt. Also dieses Plüschtier hier ist weißes Loch und schwarzes Loch in einem. Es ist quasi ein plüsch gewordenes Wurmloch. Mega cool. Ich habe es selber produzieren lassen. Ich habe das Design selber entwickelt. Und diese Woche kamen die an. Und einige Leute hatten es schon vorbestellt im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne. Alle, die es vorbestellt haben, werden das nun kriegen in den nächsten Tagen. Und alle, die es noch nicht haben, aber natürlich unbedingt ein plüschschwarzes Loch zu Hause brauchen, denen schicke ich jetzt mal den Link zum plüschschwarzen Loch. Ihr könnt es nämlich in meinem, in meinem Shop kaufen. Da ist es. Und nur solange der Vorrat reicht. Also es gibt nicht mehr so viele, weil schon viele Leute es vorbestellt hatten. Also Leute, wenn ihr eins haben wollt, sichert euch jetzt das plüschschwarze Loch. Ist super cool und jeder Kauf hilft mir natürlich, den Kanal weiterzuführen. Also ihr tut auch noch was Gutes damit. So, oh wow, Different spendet wieder 20 Euro. Vielen Dank, lieber Different. Das ist total lieb von dir. Das ist ja schon Tradition, aber ich erwarte das natürlich überhaupt nicht. Nicht, dass du jetzt jedes Mal denkst, du musst das machen, weil ich das erwarte. Null, ich freue mich jedes Mal total und finde es überhaupt nicht selbstverständlich. Wirklich mega cool von dir. Bei 150.000 wollen wir alle von dir eine Pizza haben. Das wäre cool. Ich könnte eine flache Erde-Pizza machen. Eine Pizza, die so flach ist wie die Erde im Hirn der Flacherdler. Das wäre witzig. Ja, dann bräuchte die irgendwie einen blau-grünen Belag. Muss ich mal überlegen, wie ich das am besten mache. Wegen deiner Rechenfrage von vorhin, jeder Mensch müsste sich ca. 12.500 Fake-Accounts erstellen, um auf die 100 Billionen Likes zu kommen. Ja, easy, oder? Also wir sind noch nicht ganz da, aber Leute, gebt dem Stream jetzt nochmal ein Like, denn dann wird der auch im Nachhinein öfter angezeigt. Man kann die Streams ja auch im Nachhinein gucken und witzigerweise, cool, dass ihr live dabei seid, aber die meisten Zuschauer kommen immer im Nachhinein. Also die meisten Streams kriegen im Nachhinein noch so 10.000 Zuschauer. Das sind alles Leute, die es danach gucken. Also für die gebt jetzt alle nochmal einen Daumen nach oben. Vielleicht schaffen wir noch die 300 Likes für diesen Stream. Das fände ich richtig cool. So. Könnte am anderen Ende des schwarzen Lochs ein weißes Loch sein. Genau das ist die Theorie, ne? Und das wäre dann quasi ein Wurmloch, dass wenn man in das schwarze Loch reinfliegt, wirst du durch einen Raumzeittunnel gesogen, Wurmloch. Man nennt es auch Einstein-Rosenbrücke, wenn man wirklich schlau klingen möchte. Und dann wirst du irgendwo ganz woanders im Weltraum wieder ausgespuckt. Und ja, die Theorie besagt, dass jedes schwarze Loch mit einem weißen Loch verbunden ist. Und laut der speziellen Relativitätstheorie von Albert Einstein wäre das möglich. Und bisher war noch alles, was Einstein rechnerisch herausgefunden hat, dann auch real. Übrigens auch schwarze Löcher, ne? Schwarze Löcher hat Albert Einstein theoretisch entdeckt. Und jahrelang gab es Skeptiker, die gesagt haben, nein, schwarze Löcher gibt's nicht, bis wir sie dann entdeckt haben. Ich schätze, dass es genauso mit weißen Löchern ist, aber wir haben es bisher noch nicht entdeckt. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie existieren. Und der Clou an einem weißen Loch ist, dass man nicht reinkommt. Aus dem schwarzen Loch kommt ihr nicht mehr raus, ins weiße Loch kommt ihr nicht rein.